ਮੇਰਾ ਨਸ਼ਾ ਨਸ਼ਾ ਤੇਰੀ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਆਵੇ ਮੈਨੂੰ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਬੜਾ ਆਇਓ ਲੱਖਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਆਵੇ ਮੈਨੂੰ While Indonesian leave and then I'm comfortable. Ah, yeah, okay. Again. So, yeah, am Wochenende. Sehr voll? Ja, yeah, sehr voll war es. Weil, ja, alle Leute gehen. Ich tippe, es liegt an der Klimaanlage. Ja, natürlich. Sehr heiß. Deswegen tragen viele Japaner ja auch immer eine Maske. Ja, das, was aus den Autos rauskommt. Muslim, dass man konnte im während Tag nicht 10 Mikrofone in der Auto sehen. Oh! Ja. Im Winter. Ist das hier in Deutschland ein bisschen besser? Ja. Helfen dann auch die Parks und die Grünflächen. Ja. Ja, weil die Bäume ja das CO2 in Sauerstoff umwandeln. Wir sind eine große Metropolstadt, es ist ein Problem. Ja. Weil es gibt so viele Wall in Kerala. Ja. Also das ist hier außen sehr stachelig. Das ist eine Kastanie. Und die Schale platzt irgendwann auf. Und dann kommt eine so große braune Kugel raus. Und Tiere essen die gerne. Aber auch Esskastanien. Die werden zum Beispiel auf dem Weihnachtsmarkt geröstet angeboten. Die können wir auch essen. Die heißen auch Maronen. Aber die hier kann man nicht essen. Das ist eine Edelkastanie. Architektur? Ja. Ja. Like we did. Ja. Ich habe München besucht, Dresden oder andere Städte. Sie haben ähnliche Architektur. Ja. In Deutschland haben wir
verschiedene Phasen in der Architektur. Zum Beispiel ein Renaissance-Stil oder Gotik, Barock. Und je nachdem, wann diese Gebäude gebaut wurden, haben sie einen unterschiedlichen Stil. Der Kölner Dom zum Beispiel wurde in der Gotik angefangen zu bauen. Deswegen ist es sehr hoch und oben die Bögen laufen spitz zu. In der Roman ist es eher wie dort oben. Die Bögen sind rund. Der Stil heißt Renaissance, weil auf die alten architektonischen Besonderheiten zurückgegriffen wird. Renaissance bedeutet, kommt aus dem Französischen, und bedeutet Wiedergeburt der Antike. Ja, deswegen, man besinnt sich auf das Alte. Genau. Je nachdem, wann die Gebäude gebaut wurden, sehen sie unterschiedlich aus.